Ja, hallo, ich grüße euch. Und zwar habe ich mir jetzt auch diesen Noelec Version 5 gekauft. Der ist gestern angekommen. Der hat so eine Regenbogen-Schrift. Und der kann ja ab 100 Kilohertz empfangen. Wie gut werden wir dann sehen? FCCID 2A. BGD Smart V5. Aha. Da steht gar nichts. Ja, ich habe ihn jetzt angeschlossen und dann wollen wir ihn mal starten. Ja, ich bin hier eine Weile schon am Rumprobieren. Am besten scheint SDR Sharp zu gehen. Ich hatte SDR Plus versucht und HDSDR und hier mit SDR Sharp geht es am besten. Jetzt habe ich hier also auf Langwelle RTTY 146,6 eingestellt, Kilohertz. Man kann hier dann auf das Zahnrad und dann kann man hier die Sample Rate einstellen. Da muss man ausprobieren. Ich hatte manchmal mehr Glück mit 1024 RTL AGC. Als Antenne verwende ich die passive AOR SA7000 Breitbandantenne. Die geht für Langwelle und so am besten. Besser als die Dipolantenne jedenfalls. So. Dann kann ich hier noch die Farben einstellen. Ja, ein bisschen hört man es, ne? USB stimmt. Manchmal, wenn man so hin und her schaltet, dann wird plötzlich der Empfang wieder besser. Keine Ahnung warum. So, jetzt gehen wir mal auf AM. Das soll BBC sein. Ist irgendwas, aber irgendwie auch nicht. Gut, dann gehen wir mal auf. Habe ich ja hier schon abgespeichert. Anderes RTTY. Ah, hier ist er ja schon. 10.100. Der kommt besser. Gut, dann gehen wir mal Kurzwelle Rundfunk. Das müssten die Baptisten sein. AM stimmt. Mal schauen, ob wir da vielleicht besseren Empfang hinkriegen. So ist besser, ne? Ich finde ja. Nö. I was living, okay, that's the past. Let's stick to the present. We will get to the past. Hier rechts sieht man es ja, ne? Okay, so Halima, speak to Mariam, and then Mariam, listen to her. And then Halima, pause and let Mariam give you an answer, okay? Ist irgendwie so ziemlich ähnlich. Go ahead, Halima. So,
9410, dann haben wir hier noch ein. Hier ist noch ein starker. Of the dominance of China, we have been able to trace the path of this development. The Cantonese style. Trabajadores con habilidad y experiencia profesional. Also Kurzwelle kann er schon mal, ne? Langwelle kann er auch. Also muss dann im Vergleich gucken, ne? Wie die, ich werde dann mal den SDR Play im Vergleich dann auch mal versuchen, aber nicht heute. Sehen, ob wir hier noch was erreichen. Tatsächlich. Hier sind auch noch welche unterwegs. So, dann zeige ich euch noch, wie man umschalten muss, wenn man auf. Dazu halte ich ihn einfach mal an. Wenn man jetzt FM-Radio, also höhere Frequenzen, hören möchte, dann muss man hier Direct Sampling Cue Branch, ist es jetzt für Kurzwelle eingestellt, also alles für Langwelle bis Kurzwelle, und dann das erste Quadratursampling. Das ist dann für die hohen Frequenzen, also FM-Radio zum Beispiel. So, da muss ich jetzt mit der Verstärkung was ändern. Ich kann auch hier erstmal die Sample Rate verändern. Dann nehme ich jetzt mal eine höhere 2,4 und dann müsste ich mal in der Verstärkung, da kann ich jetzt Tuner AGC dazu schalten. Ist aber nicht gesagt, dass es dann automatisch besser wird. Ne? Hier merkt man es. Ganz deutlich. Beim HR-Info, da ist ganz knifflig, die Verstärkung einzustellen. T-Rolls ist Cheeköfte, traditionell türkisch, aber wurde jetzt auf neue Art Sushi-Style nochmal so. So, dann haben wir, machen wir mal hier die Wollmet-Tante. Ja, 127, irgendwas. Da ist es schon. AM hat er schon richtig eingestellt. Und jetzt müsste ich mal bei der Verstärkung wieder gucken. Das ist jetzt die SA7000. Ich nehme jetzt mal die Klingeldraht-Dipol-Antenne mit TV-Verstärker. Die ist auf den höheren Frequenzen besser geeignet. Das geht doch. Bisschen Rauschzeit, na gut. So, dann nehmen wir mal die andere. Ne, 775. Da quatschen ein paar Leute rein. Piloten wahrscheinlich. Warum der hier so zuckt, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich die automatische Anpassung. Wenn ich die jetzt ausschalte, müsste das Gezappel eigentlich aufhören. Ja, jetzt ist es gleichmäßig.
Sobald ich hier die Automatik anschalte, nicht, dann zappelt er halt rum. Ja, dann könnten wir noch versuchen, Amateurfunk zwei Meter Band. Aber die sind wahrscheinlich alle schon am Schlafen. NFM ist richtig. Na gut, dann gucken wir mal auf 70 cm. Da ist einer. Hier ist auch einer. Ist auch einer. Also noch nicht im Bett. Naja, gut, hier ist also nichts weiter los. Ja, gut. Ich denke, für den Anfang soll das erstmal genügen. Also man kann mit dem Ding tatsächlich Kurzwelle und Langwelle und all das empfangen. Wie gesagt, im Vergleich muss ich dann mal schauen, wie das aussieht. So können wir halt nur erstmal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Ne? Ja, Langwelle ging, Mittelwelle, hatte ich Mittelwelle schon gezeigt? Ich glaube nicht, ne? Mittelwelle geht hier auch. Mache ich noch kurz. Habe ich hier schon einen abgespeichert? Dann nehme ich mal die AOR SA7000. Die geht nämlich besser dafür. Ja, kann man so machen mit AGC. Das ist Leica Radio aus London. Das ist dieser indische Sender. Also Engländer, die ursprünglich aus Indien kommen halt. Ne? Durch die Kolonialisierung und so weiter. Also da hatte ich bei dem SDR++ überhaupt gar keinen Empfang auf Mittelwelle. Das geht hier zumindest grundsätzlich mal. Wo ist denn hier mein Ding? Eintauchen. Hier ist noch ein Engländer. Snap to grid. Ach, der macht 1 Kilohertz Schritte. Wahrscheinlich muss ich hier 9 eintragen. Nee, das bringt es auch nicht. Das Gute ist hier halt, ich muss keinen Up-Converter haben, wenn ich in die niedrigen Frequenzen gehe.
wie normalerweise bei RTL-Sticks, sondern ich muss nur dieses Q-Branch einstellen und dann war es das. So, mal sehen, ob wir Barcelona 738 Kilohertz. Ja, immerhin, es geht auf jeden Fall, ne? Ja, dann machen wir noch mal zum Abschluss, wenn ich hier schon mal. Ach so, wir können ja auch noch mal hier gucken. Hier ist ja auch abends was los auf der Kurzwelle. Ist mir jetzt so schlechter Empfang. Ach so, ich versuche noch mal die andere Antenne. Auf Kurzwelle ist die dann wieder besser. Die Polantenne mit Vorverstärker. Zoomen, was da alles so gibt. Hier kommt auch irgendwas. Ich schaue noch mal bei. Ach so, hat er selber auch eingestellt. Hier mal sehen, ob wir bei den Amateurfunkern noch was erreichen können. So, da haben wir ein paar Engländer. Ist das Italiener oder was? So, hier haben wir noch den RTTY. Ja gut, ich denke, das soll es mal gewesen sein. Es ist ja nur ein erster Eindruck. Ich wollte noch mal gucken, ob es grundsätzlich überhaupt funktioniert, dass man mit dem Noelic Version 5, also auch Kurzwelle und Mittelwelle und Langwelle empfangen kann. Da muss man natürlich noch viel rumprobieren mit der Software, den ganzen Einstellungen und Verstärkungen und das alles. Da hatte ich jetzt sehr unterschiedliche Ergebnisse bei verschiedenen Programmen. Und ja, im Moment ist SDR Sharp am besten. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt schön gesund und viel Erfolg bei allem, was ihr so macht. Und ja, das ist halt ein legales Gerät, was man ganz normal betreiben kann, im Gegensatz zu diesem SDR Play Clone. Ich habe meinen ja zurückgegeben. Und die Chinesen wollen ihn nicht zurückhaben. Das ist das Lustige. Die haben mir verschiedene Preisnachlässe angeboten. Erst 25%, dann 50%, zum Schluss 80% Preisnachlass. Aber haben auch immer gesagt, ja, wir könnten auch ein Rücksendeetikett ihnen zuschicken. Aber das macht uns viel Arbeit. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich brauche das Ding nicht mehr. Ich kann das ja legal nicht betreiben für YouTube-Videos und deswegen ist das für mich wertlos und ich möchte gerne, dass sie mir dieses Rücksendeetikett schicken und die sträuben sich, ne? Das ist denen zu viel Arbeit. Naja, ich quäle sie halt noch ein bisschen und dann bin ich mal gespannt. Ja, und dieses Ding ist halt vollkommen legal, das ist also kein Clone, das ist das Original.
kostet halt, was habe ich bezahlt? Ich glaube 40 Euro. Super Teil, ne? Ja, ich hatte auch schon Wettersonden sehr gut mit Empfang. Das ging ja mit dem SDR Play-Klon gar nicht, weil da ist eine Frequenzlücke zwischen ungefähr 390 und 410 Megahertz. Ne? Das ist hier alles nicht. Okay, in diesem Sinne, falls ihr das auch haben wollt, ich mache den Link unter das Video, da wo, also wo ich den gekauft habe, und dann könnt ihr mal ausprobieren. Der ist wirklich nicht schlecht. Gut, bis zum nächsten Mal.